So, herzlich willkommen. Probeklassenarbeit Nummer 7. Es geht hier um quadratische Ungleichungen, Bruchgleichungen und zum Warmwerden als Wiederholungsaufgabe ein paar Termumformungen. Wir fangen an mit Aufgabe 0a. Zunächst mal müsst ihr erkennen, Distributivgesetz. Das heißt, ihr müsst hier vorne erstmal ausmultiplizieren und bekommt dann 2x mal 2x, das solltet ihr inzwischen gleich schreiben können als 4x² minus 2x mal 4y macht minus 8xy und da hinten ebenfalls 4 mal 2 ist 8x mal y. Und die beiden hinteren Terme können wir zusammenfassen zu minus 16xy und dann steht das da und wenn man möchte, kann man noch ein 4x ausklammern, da steht da vorne x minus 4y. Wobei auch schon das Ergebnis ohne Ausklammern gelten würde als genügend umgeformt. So, bei b sollte man unbedingt die binomische Formel erkennen, also 2x² minus 2 mal 2x mal minus 5. Plus 5². Okay, ich habe jetzt hier absichtlich ein paar Fehler eingebaut. Ich hoffe, ihr habt sie alle schon bemerkt. Der eine beliebte in Anführungsstrichen Fehler ist, ihr schreibt hier zweimal das Minus. Das ist zwar gut gedacht, aber das Minuszeichen hier vorne berücksichtigt schon dieses Minus. Deswegen zweite binomische Formel, also hier nicht nochmal ein Minus. Dann auch immer beliebt, ihr müsst hier vorne 2x quadrieren, also müsst ihr die 2 quadrieren und das x. Ich hatte hier nur das x quadriert. Und dann ganz entscheidend, das Minuszeichen bezieht sich ja auf den gesamten Ausdruck. Das heißt, unbedingt hier noch Klammern setzen und nachher dann umdrehen. Okay, machen wir es nochmal richtig. Also erstmal eine große Klammer auf, dann binomische Formel, aber korrekt. 4x² minus 2 mal 2x mal 5, kein doppeltes Minus, plus 5 ins Quadrat. Und jetzt Minusklammerregel, wenn wir diese Klammer hier weglassen, sagt uns das Minus, das davor steht, dass wir alle Vorzeichen in der Klammer umdrehen müssen. Hier, wo nichts steht, heißt Plus wird zu Minus. Das hier wird zu Plus, das hier wird zu Minus. Und dann kriegen wir minus 4x² plus 2 mal 2 ist 4, mal 5 ist 20, minus 25. Okay, und die C. Wir machen zuerst mal Distributivgesetz, das heißt alles mal alles. Also hier x mal die zweite Klammer, jeweils die einzelnen Ausdrücke und das gleiche dann mit der 3. Okay, erstmal das Orangene. X mal x gibt x², x mal minus 2 gibt minus 2x, dann plus 3 mal x, also plus 3x, plus 3 mal minus 2 gibt. So, und dann in der Klammer fasse ich zusammen, minus 2x plus 3x gibt x, und dann multipliziere ich die minus 2 rein. So, und beachte aber, dass ich das Minuszeichen mitnehmen muss, dann bekomme ich minus 2x² minus 2x plus 12. So, das war die Einstiegsaufgabe zum Warmwerden. Und da wir uns jetzt ja dem Ende von Klasse 8 nähern, wäre schön, wenn die meisten da fehlerfrei die volle Punktzahl kassieren würden. Okay, weiter geht's mit Aufgabe 1. Wir lösen quadratische Ungleichungen. Es geht simpel los mit x² minus 4 kleiner gleich 0. Wir wenden eigentlich fast immer oder hier immer die Parabelmethode an. Das heißt, wir gucken uns die zu der linken Seite gehörige Parabel an, also bei c, da müssen wir noch umformen und gucken dann, wo die oberhalb oder unterhalb der x-Achse verläuft. So, gestrichelt haben wir hier die Normalparabel y gleich x². x² minus 4 ist die um 4 nach unten verschobene Normalparabel.
Okay, und das Entscheidende sind die Nullstellen. Und hier entweder sieht man es direkt, dass es minus 2 oder 2 ist, oder man macht eben eine kleine Zwischenrechnung und berechnet die Nullstellen explizit. x² minus 4 gleich 0, heißt x² ist 4 oder Betrag x ist gleich 2, das heißt x gleich plus minus 2. So, und jetzt müssen wir nur schauen, wo läuft die blaue Parabel oberhalb der x-Achse. Das ist hier, links von minus 2 und rechts von 2. Und im Negativen verläuft die Parabel zwischen minus 2 und 2. Und wir wollen ja kleiner gleich 0 lösen. Das heißt, es geht um diesen Bereich. Wenn er diese Skizze macht, eventuell noch mit Nullstellenbestimmung dabei und dann die Lösungsmenge hinschreibt, dann genügt das. Dann habt ihr die Ungleichung gelöst. Also die Lösungsmenge besteht aus allen reellen Zahlen, die zwischen minus 2 und 2 liegen, siehe rechts, weil dort ist die Parabel unter der x-Achse, das heißt x² minus 4 ist kleiner gleich 0. Die Funktionswerte sind kleiner gleich 0 und weil eben 0 selber auch mit dazugehören darf, weil er kleiner gleich 0 dasteht, nehmen wir die Nullstellen noch mit dazu. Das können wir in Intervallschreibweise noch ein bisschen kompakter aufschreiben. Wir haben das abgeschlossene Intervall von minus 2 bis 2. Die Klammern zeigen nach innen zu den Zahlen, weil die Randwerte minus 2 und 2 dazugehören. Und das war die A. So, B. x² minus 6x plus 9 größer 0. Auch hier prinzipiell wieder das gleiche Vorgehen. Wir bestimmen die Nullstellen der quadratischen Funktion, die auf der linken Seite steht. Hier hilft einem allerdings, wenn man das zweite Binom direkt erkennt, das ist doch nichts anderes als x minus 3 ins Quadrat. Und damit sieht man auf einen Blick, ah, x gleich 3 ist die einzige Nullstelle, weil hier eine 1, also was Positives vor dem x-Quadrat steht, ist die Parabel nach oben geöffnet und damit können wir sofort die Skizze machen. Wer das Binom nicht erkennen sollte, macht eben Mitternachtsformel oder Vieta. Ein Satz von Vieta, die Summe der Nullstellen muss minus minus 6 sein. Also das Negative von diesem Vorfaktor, das heißt 6, und das Produkt der Nullstellen muss 9 sein. Also x1 mal x2 gleich 9 und dann sieht man auf einen Blick, ah ja, x1 gleich x2 gleich 3. Das heißt, wir haben eine sogenannte doppelte Nullstelle bei plus 3. So, damit gehört die hier gezeichnete Parabel zu der linken Seite und wir suchen alle x-Werte, für die die Parabel im Positiven verläuft. Ja, und das ist offensichtlich, das sind doch alle außer der 3, weil bei der 3 selber schneidet die Parabel die x-Achse, das heißt, da ist die linke Seite 0. Okay, und das wäre also die Lösungsmenge aller reellen Zahlen außer der 3. Und das könnte man so auch schreiben, das sind alle reellen Zahlen, dann so ein Backslash, das heißt außer, und dann muss ich die einelementige Menge rausnehmen, die nur aus der 3 besteht. Ihr dürft euch in der Klassenarbeit immer für die Schreibweise entscheiden, die ihr bevorzugt. Es ist aber kein Fehler, euch an beide zu gewöhnen. Okay, und auch die Aufgabe zeigt wieder, Binome zu erkennen, lohnt sich. Okay, und Teilaufgabe C. Hier müssen wir zunächst mal umformen, bis auf einer Seite eine 0 steht. Wir könnten die rechte Seite nach links bringen, dann haben wir aber viele Minuszeichen. Deswegen würde ich jetzt tatsächlich die linke Seite nach rechts bringen. Dann haben wir weniger Minuszeichen. Wir machen also plus x² plus 3x, um die linke Seite nach rechts zu bringen. Links bleibt dann die 0. Rechts bleibt x² plus x² macht 2x². Plus 3x sind 4x und die minus 6 bleiben stehen. Jetzt würde ich noch durch 2 teilen, dass wir kleinere Zahlen haben. Weil 2 positiv ist, muss ich nichts an dem größer gleich oder kleiner gleich ändern. Wenn man durch was Negatives teilt, müsste man das Ungleichheitszeichen umdrehen.
Was wir jetzt aber noch machen, ist die rechte Seite nach links zu schreiben. Also die neue rechte Seite wird x² plus 2x minus 3 und dann, Achtung, größer gleich 0. Lest mal hier von rechts nach links, so, da steht ja da, das was hier steht, muss größer gleich 0 sein. Wenn ich also rechts und links vertausche, muss ich auch das kleiner gleich zu einem größer gleich machen. Okay, jetzt lösen wir wieder die zugehörige Gleichung. Okay, ich war vorher ein bisschen schlampig in a und b. Eigentlich sollte man noch hinschreiben, wir lösen die zugehörige Gleichung. Also das größer gleich ersetzen wir durch ein gleich. Das schreibt er bitte in der Klassenarbeit noch hin. Also ihr formt soweit um und dann sagt er, ich löse die zugehörige Gleichung. Und dann schreibt ihr ruhig nochmal hin, x² plus 2x minus 3 gleich 0. Also zugehörige Gleichung. Die Zeit nehmt ihr euch bitte, ich habe es vorher wie gesagt vergessen. Die schreibt er hin und die löst er mit Vieta- oder Mitternachtsformel. Das Produkt. Na. Das Produkt der Nullstellen muss minus 3 ergeben, die Summe der Nullstellen minus 2. Die Nullstellen müssen also verschiedenes Vorzeichen haben und in Summe minus 2 ergeben. Wir nehmen 1 und 3 für das Produkt und setzen dann das Vorzeichen richtig. Ich könnte das Minus vor die 3 oder vor die 1 setzen, aber nur wenn ich so setze, ist die Summe tatsächlich minus 2. Das heißt, die Nullstellen sind bei minus 3 und 1. Okay, etwas missglückt die Parabel, aber das ist ja nur eine Skizze. Ihr schreibt bitte auf der y-Achse auch gar keine Zahlen hin, weil dann kann man euch auch nicht festlegen, dass man zum Beispiel sagt, okay, hier müsste es ja durch minus 3 gehen, das stimmt ja gar nicht, sondern das ist wie gesagt nur eine Skizze, um die Vorzeichen zu entscheiden. Und wir sehen, hier sind wir im Plusbereich. Hier ab 1 sind wir im Plusbereich und hier sind wir im Minusbereich, denn der Vorfaktor unserer quadratischen Funktion vor dem x-Quadrat ist ja positiv, also haben wir eine nach oben geöffnete Parabel. Eigentlich hätten wir die hier, aber wenn ich durch 2 teile, ändere ich ja nichts an den Vorzeichen zwischen minus 3 und 1. Das heißt, es genügt, die Parabel zu skizzieren und wie gesagt, ist sowieso nur eine Skizze bezüglich der Vorzeicheneinteilung und die y-Achse lassen wir außer Acht. So, und anhand des Schaubilds können wir jetzt die Lösungsmenge aufschreiben. Uns interessieren alle Zahlen von minus unendlich bis zu minus 3, minus 3 inklusive, weil hier größer gleich 0 steht. Hier ist die Parabel im nicht negativen Bereich und ab der 1, 1 inklusive bis plus unendlich. Kann man so aufschreiben, x kleiner gleich minus 3. Oder x größer gleich 1. Hier dürfte tatsächlich nicht und schreiben, sonst würde er nämlich verlangen, dass x gleichzeitig kleiner gleich minus 3 ist und größer gleich 1. Ein solches x gibt es nicht. In der Intervallschreibweise wäre das so, von minus unendlich bis 3, 3 gehört dazu, deswegen die Klammer nach innen zu 3. Und dann dieses etwas größere runde u, das heißt vereinigt mit. Dieses Intervall nehmen wir zusammen mit dem Intervall von 1 bis plus unendlich, also beliebig weit nach rechts auf der x-Achse. Das wäre die Lösungsmenge. Okay, und hier nochmal als Nachtrag. Es steht hier ja eine Ungleichung. Ihr solltet noch dazu schreiben, ich löse die zugehörige Gleichung oder kurz schreibt dahin, für ist gleich 0 mache ich Vieta irgendwie das andeuten, sonst ist es ein bisschen unexakt. Das ist mir vorher wie gesagt raus. Und natürlich könnte es auch sein, dass mal eine nach unten geöffnete Parabel drankommt. Da würde hier dann ein Minuszeichen vor dem x-Quadrat stehen und dann müsst ihr eben wieder aufpassen. Dann vertauschen sich gerade die Verhältnisse mit Plus und Minus, also oberhalb und unterhalb der x-Achse. So, schauen wir uns Aufgabe 2 an. Ihr sollt von der dargestellten Parabel bzw. der zugehörigen quadratischen Funktion klein f die Linearfaktorzerlegung bestimmen.
So, das geht ganz leicht. Ihr schreibt zwei Klammern hin, beides mal die x rein und dann zieht ihr jeweils die Nullstellen, die erkennbaren Nullstellen ab. Die Nullstellen sind bei minus 1 und bei 3. Das heißt, hier hinten steht x minus 3 und vorne, Achtung, x minus minus 1, also zusammen x plus 1. Ihr könnt auch nochmal die Probe machen. Wenn ihr minus 1 einsetzt, muss 0 rauskommen. Passt. Wenn ich hier vorne minus 1 einsetze, steht da 0 mal, was auch immer ist, 0. Wenn ich 3 einsetze, muss 0 rauskommen, passt ebenfalls. Da steht hinten 3 minus 3, also 0, 0 mal, was auch immer ist, 0. Und jetzt dürft ihr nicht vergessen, hier vorne steht noch im Allgemeinen ein Vorfaktor, der muss nicht 1 sein, also müssen wir den hinschreiben. Und tatsächlich nur, wenn es eine Normalparabel wäre, gespiegelt und verschoben, würde da eine 1 stehen. Gehen wir mal zum Scheitel. Ich habe leider noch nicht herausgefunden, wie man in dem Zeichenprogramm auf eingefügte Bilder schreiben kann. Okay. Geht zum Scheitel 1-2, der höchste Punkt, und dann lauft zwei Kästchen nach rechts. Bei der Normalparabel würdet ihr dann 1 runterlaufen, also zwei Kästchen. Hier laufen aber nur ein Kästchen, also eine halbe Längeneinheit runter. Deswegen kann man schnell sagen, dass der Vorfaktor minus ein halb sein muss. Wir machen hier das aber trotzdem über Punktprobe, weil einerseits Punktprobe müsst ihr so oder so können, andererseits kann es auch sein, ich wähle in der Arbeit einen Vorfaktor, den ihr nicht so leicht ablesen könnt, zum Beispiel ein Achtel oder ein Sechzehntel oder was auch immer. So, und als Punkt nehmen wir natürlich den Scheitel 1-2, den können wir wunderbar ablesen. Wir könnten auch 2-1,5 nehmen oder 3-0, wobei 3-0 bringt nichts, weil das haben wir ja schon in der Linearfaktorzerlegung verarbeitet. Also wie immer, wenn ich diesen x-Wert in f einsetze, muss dieser y-Wert rauskommen. So, wenn ich 1 einsetze in f, steht da a mal der ersten Klammer 1 plus 1, also 2. In der zweiten Klammer steht 1 minus 3, also minus 2. Das soll 2 sein. Und dann kriegen wir tatsächlich raus, minus 4a gleich 2 oder a ist minus 2 Viertel, sprich minus 1 halb. Das konnte man hier, wie gesagt, auch schon leichter ablesen vom Scheitel aus. Eine Längeneinheit nach rechts und eine halbe runter. So, damit kriegen wir als vollständige Linearfaktorzerlegung minus 1 halb mal in Klammern x plus 1 mal x minus 3. Und Linearfaktorzerlegung eben, weil ich habe hier zwei Faktoren, das minus 1 halb ist nur ein Vorfaktor von linearen Funktionen. X plus 1 ist eine lineare Funktion, weil x hoch 1 und da auch x hoch 1 minus 3 steht. Daher kommt der Name Linearfaktorzerlegung. Das ist hier nicht verlangt, solltet ihr aber hinkriegen, wie bei der Aufgabe 0c durch Ausmultiplizieren, käme hier diese Parabel gleich in Normalform raus, minus 1 halb x² plus x plus 3 halbe. Wie gesagt, hier nicht verlangt, aber ihr solltet in der Lage sein, diese Umformung zu machen. Macht es zu Übungszwecken ruhig nochmal. So, das war der erste Teil der Aufgabe. Im zweiten Teil sollte die quadratische Ungleichung f von x kleiner 0 lösen. Allerdings ist vorgegeben, ihr müsst es mit der Linearfaktorzerlegung machen. Wenn man natürlich schon das Schaubild hat, ist es unnötig, weil dann kann man direkt die Lösungsmenge ablesen. Wir wollen es hier aber trotzdem mal so üben, weil das ist später auch nützlich, wenn ihr nicht mehr direkt ein Schaubild habt. Dann klappt auch noch diese Produktmethode hier. Also, wir wollen die Ungleichung f von x kleiner 0 lösen. Das heißt, das grün unterstrichene soll kleiner 0 sein. Das ist doch aber genau dann der Fall, wenn das Produkt der beiden Klammern positiv ist, weil wenn das hier positiv ist und ich nehme mal minus 1 halb, dann wird er das Ganze negativ. Das ist mal der erste Schritt. So, und jetzt kommt die entscheidende Erkenntnis: Wann ist denn ein Produkt positiv? Das ist doch genau dann positiv, wenn beide Faktoren dasselbe Vorzeichen haben. Wenn entweder beide gleichzeitig größer 0 sind, dann ist das Produkt positiv. Oder wenn beide gleichzeitig negativ sind, also kleiner 0, wegen minus mal minus ist dann das Produkt wieder positiv. So, und das löst man am besten mit so einem doppelten Zahlenstrahl. Oben gucken wir uns x plus 1 an. Da wechselt doch das Vorzeichen bei der minus 1. Wenn mein x kleiner als minus 1 ist, bin ich
im Negativen. Wenn x größer als minus 1 ist, bin ich im Positiven. Also auch für x größer 3. Dann bei dem unteren Ausdruck x minus 3, da springt das Vorzeichen bei x gleich 3. Wenn x kleiner als 3 ist, dann bin ich im Negativen, setze zum Beispiel mal 2 ein oder minus 5. Also hier bin ich negativ und für x größer als 3 bin ich im Positiven. So, und jetzt suche ich, wo beide gleichzeitig dasselbe Vorzeichen haben. Das wäre doch hier. Da sind sie verschieden zwischen minus 1 und 3 und hier. So, und damit kriegen wir folgende Lösungsmenge. X muss kleiner als minus 1 sein, nicht gleich minus 1, weil in meiner Ungleichung steht ja kleiner 0. Oder x muss größer als 3 sein. Das könnte ich jetzt wieder mit diesen Intervallen und der Vereinigung schreiben, aber das spare ich mir hier. Übt es aber gerne selber nochmal. Und jetzt können wir natürlich kontrollieren, ob das stimmt, indem wir uns die Parabel anschauen. Und in der Tat verläuft diese Parabel für x kleiner minus 1 unter der x-Achse, also im Negativen, und für x größer 3. Und damit ist das genau unsere gesuchte Lösungsmenge. So, Aufgabe 3, eine sogenannte Umkehraufgabe. Ihr habt eine Lösungsmenge gegeben und sollt eine zugehörige Ungleichung angeben. Also, ich suche eine quadratische Ungleichung, deren Lösungsmenge das abgeschlossene Intervall von 2 bis 5 ist. So, und wenn man das mit der Parabelmethode verstanden hat, kann man das ganz leicht hinkriegen. Wenn ich mir diese gezeichnete Parabel angucke, das sei der Graph der Funktion f, dann wäre doch f von x kleiner gleich 0 erfüllt für alle Zahlen zwischen 2 und 5, inklusive 2 und 5, wenn ich kleiner gleich 0 schreibe. Und das war's schon. Das heißt, f von x kleiner gleich 0 mit. Und jetzt muss ich eben eine quadratische Funktion angeben, die das rechts skizzierte Schaubild hat. Und da hilft uns auch wieder die Linearfaktordarstellung, weil diese Parabel oder eine mögliche Parabel wäre doch x minus 2 mal x minus 5. Und als Vorfaktor a nehme ich einfach 1. Das heißt, hier so eine nach oben geöffnete Normalparabel, die so verschoben ist, dass die Nullstellen jetzt bei 2 und bei 5 liegen. Und dann ist doch f von x kleiner gleich 0 eine Ungleichung mit genau der Lösungsmenge von den Zahlen zwischen 2 und 5. 2 und 5 inklusive. Dann multipliziere ich noch aus. X mal x ist x². X mal minus 5 ist minus 5x. Minus 2 mal x ist minus 7x. Minus 2 mal minus 5 ist plus 10. Und damit habe ich eine Ungleichung gefunden, welche die vorgegebene Lösungsmenge besitzt. Wenn ich sowas jetzt natürlich komplett neu in der Klassenarbeit drangebracht hätte, wäre es eine schwere Aufgabe. Wenn man aber das einmal gesehen hat, finde ich, das kann man auf jeden Fall reproduzieren. So, Aufgabe 4, ein bisschen anspruchsvoller, weil mit Parameter. Wir haben eine quadratische Ungleichung, allerdings steht da eine noch unbekannte Zahl klein t mit drin. Und wir sollen t so bestimmen, dass diese Ungleichung hier alle reellen Zahlen als Lösungen besitzt. Gucken wir uns das mal an. So, skizzieren wir mal die zugehörige Parabel zur linken Seite für den Spezialfall t gleich 0. Dann steht da minus x² plus 4x. Das Ding hat dann die Nullstellen 0 und 4. Ja, setzt einfach mal ein. Minus 16 plus 16 ist 0, 0 plus 0 ist sowieso 0. Und sie ist nach unten geöffnet, weil minus x². Und es ist eine Normalparabel. So, die zugehörige Ungleichung, dieses Ding kleiner 0, hätte diese schraffierte Menge, Teilmenge der x-Achse als Lösungsmenge, alle Zahlen von minus unendlich bis 0, 0 nicht mit inklusive, und ab 4, 4 gehört nicht mit dazu, bis plus unendlich, weil dort ist die Parabel ja unter der x-Achse, also im Negativen. Damit wäre aber nicht ganz r die Lösungsmenge. Was müssen wir machen? Wir müssen die Parabel
so weit runterschieben, bis sie überhaupt keine Nullstellen mehr hat. Weil jetzt schaut her, jetzt ist doch für jede reelle Zahl bei der gelben Parabel f von x kleiner 0. Und der Grenzfall wäre eben gerade, dass ich sie so weit runter verschoben habe, dass sie die x-Achse berührt. In dem Fall wäre gerade die Lösungsmenge aber noch nicht ganz r, sondern diese eine Nullstelle, die würde ja noch rausfallen aus der Lösungsmenge, weil da ist die Parabel nicht kleiner 0. Wenn man das mal verstanden hat, dann kann man die Aufgabe in folgende Aufgabe übersetzen. Wir suchen die Werte von t, sodass diese Gleichung überhaupt keine Lösung besitzt, weil dann verläuft die nach unten geöffnete Parabel komplett unter der x-Achse und die zugehörige Ungleichung besitzt alle reellen Zahlen als Lösungsmenge. So, die Anzahl der Nullstellen dieser quadratischen Gleichung wird von der Diskriminante bestimmt. Die wäre 4 Quadrat, also b Quadrat, minus 4ac, minus 4 mal minus 1 mal minus t, also 16. Dann hier minus mal minus gibt plus, noch ein minus gibt minus, minus 4t. Und jetzt kommt das Entscheidende. Die soll kleiner 0 sein, weil wenn die Diskriminante kleiner 0 ist, hat die zugehörige quadratische Gleichung keine Lösung. So, und die Ungleichung können wir leicht lösen. Wir machen plus 4t, dann steht hier 16 muss kleiner als 4t sein. Wir teilen durch 4, dann steht hier 4 kleiner als t oder von rechts nach links gelesen. Sobald mein Parameter t größer als 4 ist, habe ich die Parabel weit genug nach unten verschoben, dass sie überhaupt keine Nullstellen mehr besitzt und damit besitzt diese zugehörige Ungleichung die kompletten reellen Zahlen als Lösungsmenge, weil ja für jede reelle Zahl die gelben Parabeln für t größer 4 komplett im Negativen verlaufen. Okay, das wie gesagt schon anspruchsvoller, vor allem Klasse 8, dauert immer ein bisschen, bis man sich an Parameter gewöhnt hat. Die würde dann in der Arbeit nicht so viele Punkte geben. Also wenn ihr eh noch kämpft, konzentriert euch lieber auf die anderen Aufgaben. Wenn ihr aber eine 1 haben wollt, müsst ihr auch so Parametergeschichten nochmal angucken. So, zum Abschluss noch Aufgabe 5, ein paar Bruchgleichungen. 5a, 3 durch x gleich x durch 12. Wir beseitigen den Nenner oder die Nenner, indem wir beide Seiten mal 12x machen. So, links kürzt sich dann das x weg und es bleibt 3 mal 12, also 36 stehen. Rechts kürzt sich die 12 und es bleibt x mal x, also x Quadrat stehen. Dann ziehe ich auf beiden Seiten die Wurzel, vertausche rechts und links, dann steht da Betrag x gleich Wurzel 36 oder x ist gleich plus minus 6. Und dann, das hätte man am Anfang schon machen sollen, habe ich vergessen, die Definitionsmenge dieser Bruchgleichung. Ich darf doch hier alle reellen Zahlen für x einsetzen, außer 0, denn wenn ich x gleich 0 einsetzen würde, würde links 3 durch 0 stehen, das ist nicht erlaubt. Beide Lösungen plus minus 6 liegen in der Definitionsmenge, also ist meine Lösungsmenge zweielementig, plus und minus 6. Okay, bei der b machen wir hier zuerst die Definitionsmenge. Der Nenner darf nicht 0 werden, also 2x minus 3 darf nicht 0 sein. Das ist aber genau dann 0, wenn x gleich 3 halbe ist. Wir machen plus 3 und durch 2, das heißt, beziehungsweise weil ich mit ungleich angefangen habe, hier auch ungleich. Genau dann, wenn x nicht 3 halbe ist, ist 2x minus 3 nicht 0. Das heißt, die Definitionsmenge dieser Bruchgleichung sind alle reellen Zahlen ohne 3 halbe oder 1,5. Okay. Jetzt formen wir um. Wir machen natürlich mal Nenner, also mal 2x minus 3. Und dann bleibt auf der linken Seite nur noch der Zähler stehen. Nenner kürzt sich ja gerade weg. Und rechts steht 3 mal der Nenner von links, also 2x minus 3.
Das multiplizieren wir gleich aus. Dann haben wir 6x minus 9. Dann bringe ich die x nach links. Dann bekomme ich minus 5x. Und die plus 1 von links bringe ich nach rechts. Dann bekomme ich minus 10. Und nach Division durch minus 5 kommt x gleich 2 raus. Das liegt in der Definitionsmenge, weil es nicht 3 halbe ist. Das heißt, die Lösungsmenge ist ein Element, besteht nur aus der Zahl 2. Und natürlich immer gut, zum Schluss nochmal die Probe zu machen. Setzen wir 2 hier ein in diese Gleichung. Dann steht unten im Nenner 2 mal 2 ist 4, minus 3 ist 1, oben steht 2 plus 1 ist 3, 3 durch 1 ist tatsächlich 3, das heißt, wir haben uns nicht verrechnet. So, die C. Die ist ein bisschen aufwendiger, vor allem wenn man den Trick nicht erkennt. So, machen wir zunächst mal wieder die Definitionsmenge. Der Nenner links, x minus 4, da darf ich offensichtlich nicht 4 einsetzen. Und beim Nenner rechts ebenfalls. 3x minus 12 wird genau für die 4 0, ansonsten ist es ungleich 0. Und hier sollte man gleich einen ganz wichtigen Trick erkennen. Wenn ich hier die 3 ausklammere, steht da unten x minus 4 in Klammern mal 3. Und das spart einem enorm viel Arbeit. Wenn man das nämlich nicht sieht, würde man mal x minus 4 mal 3x minus 12 machen. Und würde sehr, sehr viel umständlicher da nur zum Ziel kommen, wenn überhaupt. So erkennt man, der gemeinsame Nenner von allen drei Brüchen ist 3x minus 4. Und mit dem multiplizieren wir jetzt die ganze Gleichung. Auf der linken Seite kürzt sich das x minus 4 und es bleibt oben 3 mal 3, also 9. Beim ersten Ausdruck auf der rechten Seite kürzt sich alles weg, weil 3 mal in Klammern x minus 4 ist ja der Nenner, das heißt, da bleibt nur eine 1. Und beim hinteren Ausdruck habe ich 2x, die 3 kürzt sich und ich muss noch mal x minus 4 rechnen. Machen wir hier gleich weiter. Wir multiplizieren aus. 2x mal x und das mal das hier und aufpassen. Hier steht ein Minus, das sollte man gleich zu dem 2x dazu nehmen und mit rein multiplizieren oder eine Klammer aufmachen und nachher die Vorzeichen umdrehen. Ich multipliziere es aber gleich mit rein. Dann bekomme ich 1 minus 2x Quadrat und minus 2x mal minus 4 gibt plus 8x. So, dann bringe ich alles auf die rechte Seite, also minus 9 und vertausche rechts und links. Dann bekomme ich minus 2x² plus 8x minus 8 gleich 0. Bevor ich jetzt Mitternachtsformel mache oder nach Vieta schaue, teile ich erstmal die ganze Gleichung durch minus 2. Und jetzt sollte ich erkennen, ach, da steht ja eine zweite binomische Formel. Wenn ich das nicht erkenne, mache ich Vieta oder zur Not sogar Mitternachtsformel. Also bleibt die Gleichung x minus 2 in Klammern hoch 2 gleich 0. Ja, aber das ist nur für x gleich 2 erfüllt. Weil in der Klammer muss ja 0 stehen, sonst würde hoch 2 nicht 0 rauskommen. Das liegt tatsächlich in der Definitionsmenge. Das heißt, die ursprüngliche Bruchgleichung führte mich auf eine quadratische Gleichung. Und am Ende bekomme ich eine Lösung, weil 2 eine doppelte Nullstelle von der linken Seite hier, also von dieser quadratischen Funktion war. Okay, das war sicherlich die anspruchsvollste. Und hier nochmal unbedingt der Hinweis, wenn hier mehrere Nenner mit x auftreten, erstmal scharf hinschauen, ob man hier durch Ausklammern irgendwie was Gleiches bekommt, dann in der Klammer, dann spart man sich nämlich viel Arbeit, wenn man einen kleineren, also den kleinsten gemeinsamen Nenner nimmt. Und nicht einfach, ich hätte auch mal x minus 4 mal 3x minus 12 machen können. Das hätte mich auf eine viel schlimmere Gleichung mit viel aufwendigerer Rechnung geführt. Okay, so viel zur Probe Klassenarbeit 7. Ich hoffe, das hat euch geholfen beim Vorbereiten. Lernt noch fleißig und viel Erfolg dann in der Klassenarbeit.